Leute, heute gibt es ein ganz kurzes Video rund um GTA 6. Es geht um zwei geplante DLCs, die für den Singleplayer-Modus schon feststehen sollen. Zum einen haben wir einen Handlungsstrang mit einem extra Charakter. Wir bekommen in jedem DLC jeweils einen Charakter. Ein Handlungsstrang spielt kurz bevor die eigentliche Story in GTA 6 anfängt, so laut Leaks auf jeden Fall. Und der zweite Storystrang soll parallel zur Handlung von GTA 6 wohl laufen. Der erste Handlungsstrang spielt Tony Prince, soll der Typ heißen. Das ist die Story, die parallel zu GTA 6 läuft, mit Drogenproblemen und so weiter und so fort. Was da die genaue Handlung ist, ist aktuell nicht klar. Es ist auf jeden Fall ein Drogensüchtiger. Und Ramon heißt der zweite und ist Mitglied der Vice City Vegas Gang und kommt gerade aus dem Knast nach einer 15-jährigen Haftstrafe. Und wir spielen seine Story kurz bevor dann die Hauptstory sozusagen anfängt. Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass wir flüchtige Begegnungen mit den Hauptcharakteren haben werden. Aber Genaues ist hier noch nicht bekannt. Betrachtet diese Information dennoch mit Vorsicht. Es ist ja noch ein Stück hin, bis GTA 6 rauskommt. Und da kann sich noch einiges ändern. Aber diese zwei DLCs sollen wohl schon in Stein gemeißelt sein. Inwieweit sich daran noch was ändert, müssen wir mal abwarten. Ihr wisst also Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.